Also im Moment gelingt es den Ausreißern, die jetzt Verstärkung bekommen haben, 5 Mann an der Spitze, es gelingt ihnen, den Vorsprung auszubauen. Ja, du hast es gerade schon richtig angekündigt. Genau, dank dieser Verstärkung ist es jetzt gelungen, den Vorsprung auszubauen. Es war ja so, dass Agnoli, der Wunder aufgeschlossen hat, hat 2 Sekunden durchgeschnauft und hat sofort das Tempo an der Kopf- und Spitzengruppe erhöht. Und das ist jetzt sicher ausschlaggebend, dass der Abstand da jetzt zum ersten Mal über die Minutengrenze gegangen ist. Das ist ein VIP-Bändli. Wenn du da jetzt in einem Bändli sitzen kannst, dann hast du aber einen exklusiven Einblick in das Profifeld. Im Zellerbahn von St. Gallen hinauf nach Drogen. Und auch wenn es ein Bändli ist und nicht ein Schnellzug, aber es zeigt doch, wie schnell die Fahrer unterwegs sind. Also es ist nicht so, dass die Bahn hier Busch einfach am Feld vorbeizieht. Auch in der Steigung sehr hohes Tempo und einige Fahrer am Schluss des Feldes in Schwierigkeiten. Mit der 147 beispielsweise der Schwede Fredrik Kessiakoff, der vor 2 Jahren das Einzelzeitfahren an der Tour de Suisse gewonnen hatte. Und Laurent Didier mit der Nummer 84, der Luxemburger, er ist in Schwierigkeiten. Agnoli und Van der Sande haben ganz klar das Zepter übernommen und Björn Thurau, der Weltpreisleader, hat Probleme am Schluss des Feldes. War gestern soeben in der Fluchtgruppe, heute in der Fluchtgruppe, soeben noch vorne und jetzt ganz hinten. Genau, so, also von der alten, bekannten Fernsehsendung in meiner Jugend ist der Spruch. Björn Thurau, der aber in den nächsten Tagen dieses rote Trikot noch wird verteidigen können. Aber heute wird er wohl mit großem Rückstand im Ziel ankommen. Und wir haben einen wunderschönen Ausblick auf den Bodensee. Auf der anderen Seeseite bereits Deutschland. Von Etappenort Heiden aus übrigens sieht man sehr schön aufs Dreiländereck. Deutschland, Österreich, Schweiz. Man hat einen wunderschönen Ausblick über die Hügellandschaft, den Sentis bis ins Allgäu, ins Alpenrheintal oder die Bergketten des Vorarlbergs und auch das Alpsteinmassiv mit dem Sentis. So, langsam hat es die Appenzeller Bahn geschafft, um die Flüchtlinge einzuholen. Dem Feld ist dies noch nicht gelungen. Die 5 Fahrer haben immer noch einen Vorsprung von 48 Sekunden. 2 Schweizer, und das ist erfreulich, sind im Angriff. Danilo Wies, Nino Schurter, der dreifache Mountainbike-Weltmeister, der immer besser in Fahrt kommt im Rennen der Straßenprofis, dem die Umstellung vom Cross-Country in den Straßenrennsport erstaunlich gut gelungen ist.